immer diese Fragen, was soll ich kochen? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal 10 Rezepte ohne Kohlenhydrate. Warum? Ja, manchmal verzichte ich ja auch gerne auf Kohlenhydrate und dann fragt man sich immer, was soll ich kochen? Was gibt's überhaupt als Rezept ohne Reis, Brot oder Nudeln? Und deswegen finde ich diese Idee jetzt ganz toll. Es gibt Rezepte, die ich selber auf meinem Kanal gemacht habe, die ich euch hier zeigen werde. Und es gibt Rezepte, die ich jetzt so in den letzten Wochen einfach mal kurz mitgefilmt habe, ohne Kohlenhydrate. Ihr werdet es gleich sehen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. 10 Rezepte ohne Kohlenhydrate und auf geht's. Das erste Rezept ohne Kohlenhydrate, man kann es kaum glauben, Pancakes. Und zwar, ja, ohne Kohlenhydrate. Okay, es sind Bananen drin. Deswegen werden wahrscheinlich ein paar von euch kommentieren, wie auch als ich das Video gedreht habe tatsächlich. Da sind ja Bananen drin, es ist ja gar nicht ohne Kohlenhydrate. Also ich rede wirklich ohne Kohlenhydrate von Reis, Brot und so. Also Bananen sind zwar, ja, ein bisschen Kohlenhydrate drin, aber für mich nicht die typischen Kohlenhydrate. Also Pancakes ohne Kohlenhydrate ist für mich trotz allem ein Rezept, was ich dazu zähle, weil eben kein Brot oder sonst was drin ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut gerne mal in die Infobox, da habe ich euch das Video verlinkt, das habe ich nämlich hier auf meinem YouTube-Kanal schon mal gekocht für euch, ist auch super angekommen und ja, das ist auf jeden Fall Rezept Nummer 1, Pancakes ohne Kohlenhydrate, mega lecker, also schaut gerne mal in meinem Video vorbei, das zeige ich euch Schritt für Schritt, wie es geht. Rezept Nummer 2 ist ein ganz normaler Salat. Ja, Salat ohne Kohlenhydrate, typisch. Und trotzdem habe ich es mal mitgefilmt, um euch Ideen zu geben. Das ist ein Salat, den ich sehr, sehr gerne mag. Das ist einfach nur Feldsalat mit Feta-Käse und Avocado und kleinen Tomaten. Und ich persönlich mache als Dressing immer nur Olivenöl und Zitrone. Nicht zum Abnehmen oder so, weil es tatsächlich mein Lieblingsdressing ist. Aber falls ihr ein anderes Dressing ausprobieren wollt, ich habe auch mal ein Video gedreht mit 3 verschiedenen Salatdressings. Vielleicht ist das ja was für euch. Also schaut auch gerne euch dieses Video an. Vielleicht mögt ihr ja da was Neues ausprobieren als Dressing. Und auch das Dressing-Video verlinke ich euch unten in die Infobox. Ansonsten war mein zweites Rezept ohne Kohlenhydrate einfach ein leckerer Salat. Ja, für mittags oder abends. Das dritte Rezept ohne Kohlenhydrate ist eine Gemüsesuppe. Und zwar kann man die total schnell zubereiten. Ihr kennt vielleicht alle diese Gemüseboxen, die man für 1 Euro erhält im Supermarkt. Und da habe ich einfach das genommen, was da drin war in dieser Box, habe das klein geschnibbelt, in Wasser gegeben, in einen Topf mit einem Brühwürfel, habe das weich gekocht und als es dann gar war, das Gemüse, habe ich das einfach püriert. Und was dabei rauskommt, ist eine super leckere Gemüsesuppe ohne Kohlenhydrate und günstig ist sie auch noch. Also ein super Rezept, geht schnell, schmeckt lecker und ist gesund. Das nächste Rezept ist ein Frühstücksrezept. Es ist Bacon mit einem weichen Ei. Aber wer sagt denn, dass Bacon und ein weiches Ei immer nur für Frühstück gedacht ist? Ich persönlich esse das auch gerne mal am Abend. 2-3 Scheiben Bacon, ein weiches Ei, ein bisschen Tomate dazu und fertig ist das Abendessen. Es ist gesund, es ist leicht und es ist lecker. Also auf jeden Fall, ja, ich liebe es. Das nächste Rezept ist auch so eins meiner Favoriten. Und zwar ist das einfach nur Melone mit Parmaschinken. Ein sehr, sehr leichtes Rezept. Einfach nur die Melone schnibbeln mit Parmaschinken und ab geht's in den Mund damit. Richtig lecker. Super gerne esse ich das auch im Sommer. Abends vielleicht mal oder mittags, wenn man nicht so viel Hunger hat, finde ich persönlich, dass es ein super leckeres Essen ist. Also auf jeden Fall Melone mit Parmaschinken. Das nächste Rezept findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal als Video und zwar ist das eine Lasagne und zwar ohne Kohlenhydrate. Anstatt den Nudelnplatten habe ich nämlich Zucchini genommen und ganz ehrlich Leute, es schmeckt super lecker. Wer braucht da schon Nudelplatten? Und es ist ja ein wenig aufwendig, aber das hat Kochen nun mal so an sich. Ja, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr Lust habt, euch das Video anzuschauen hier auf YouTube, das habe ich nämlich wie gesagt schon mal gemacht, dann verlinke ich euch das hier unten in die Infobox, dann könnt ihr euch das ganze Video anschauen. Zucchini-Lasagne, richtig lecker.
Das nächste Rezept findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar ist das ein Omelette mit Gemüse. Passt sowohl mittags sowie auch abends als Abendessen. Ich verlinke euch auch dieses Video in der Infobox. Und ja, einfach Gemüse klein schnibbeln, anbraten, ein Omelette machen, rein damit und es schmeckt super lecker und sieht auch noch top aus. Also unbedingt ausprobieren, immer wieder lecker. Das nächste Rezept liebe ich auch so sehr. Es ist Kalbsgeschnetzeltes in einer Rahmsoße mit Pilzen, Zwiebeln und dazu gibt es Brokkoli. Und ganz ehrlich, man denkt ja immer, oh, ohne Reis werde ich nicht satt, aber wirklich so ist es nicht. Ihr könnt euch wirklich viel Brokkoli nehmen und dann noch mit dieser leckeren Sahnesoße mit den Pilzen. Also da wird man auf jeden Fall satt. Wenn ihr Lust habt, dass ich darüber mal ein Video drehe, Kalbsgeschnetzeltes in einer Pilzrahmsoße, dann schreibt mir unten mal in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt und dann mache ich das für euch. Das nächste Rezept ist ja ein sehr leichtes Rezept, ja, und ich persönlich mag es sehr, sehr gerne. Und zwar ist es einfach nur Avocado und dazu einfach noch ein bisschen Tomate oder was habe ich da mitgemacht, ja. Und das schmeckt richtig lecker und ich finde, das macht auch satt. Also wenn ihr abends jetzt nicht so viel Hunger habt, dann finde ich, passt das einfach immer sehr gut. Mir persönlich reicht es. Einfach nur eine Avocado mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Olivenöl und Zitrone als Dressing. Ich liebe es. Und ja, für den großen Hunger ist es jetzt natürlich nichts. Aber ich persönlich esse abends einfach nicht so gerne viel. Deswegen finde ich das ausreichend. Das nächste Rezept ist wieder mal ein Salat und zwar Feldsalat mit Ziegenkäse angebraten. Ich liebe Ziegenkäse. Und dann habe ich dazu noch grünen Spargel angebraten, mag ich auch total gerne. Und dann gab es noch Datteln im Speckmantel. Und ja, ich liebe Speck und ich liebe Datteln und diese Kombi ist einfach super lecker. Wie oft habe ich jetzt lecker gesagt in diesem Video? Ich weiß es nicht. Genau, also dieser Teller gefällt mir auch super gut, weil da viele verschiedene Sachen drauf sind und geschmacklich passt das alles zusammen. Also richtig gut. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Rezepte haben euch gefallen. Und wie gesagt, ich verlinke euch die Videos, die ich eben hier schon auf YouTube gedreht habe, von den Rezepten, die ich euch gezeigt habe, hier unten in der Infobox. Ihr könnt sie euch anschauen. Ich würde mich freuen. Abonniert auch gerne meinen Kochkanal. Hier gibt es jeden Montag ein neues Rezept. Und lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Darüber freue ich mich auch immer, die zu lesen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Kochen mit Melody. Habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Woche, hoffentlich bis nächsten Montag und tschüss.